Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Und jetzt betreten wir mal die Kanalisation. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus College ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tief in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und sammeln Sie sie auf, der sich am Ausgang dieses Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Geht das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. Warte mal, wir müssen hier rüber. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie... Alter. Auch schön. Das ist ein schöner Tod. Hier oben ist uns nichts. Okay. Dann brauchen wir nicht weiter schleichen, wenn die jetzt weg sind. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Platz machen für uns. Aber hier ist sonst gar nichts in der Nähe. Huch. Sieht nicht so aus. Na gut, dann tauchen wir einfach durch. Würde ich sagen. Und hoffen, dass wir unsere Ausrüstung gleich mal finden. Da vorne irgendwo soll sie sein. So. Tür ist offen. Was haben wir hier oben noch? Warum ist hier hoch? Warum kann man hier hoch? Ging gar nichts. Okay. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass uns hier heimwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ja, ich muss erstmal gerade ein bisschen gegen die Ratten kämpfen, weil sonst killen die mich nämlich gerade. Oh, oh. Okay. Das war knapp. Da ist nichts? Nein, okay. Dann öffnen wir auch diese Tür. So. Und gehen einfach mal. Achtung, Bürger von Dunmore. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Okay. Muss er das also? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass er das muss. Huch. So. Das nehmen wir natürlich alles mit. Wäre zu schade, das hier zu lassen. Brandbolzen. Ach was. Okay. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Wie schön. Da ist sonst nichts. Nö. Na gut. Muss ja noch husten. Ne? Ich glaub's ja wohl nicht. So. Da ist nichts. Nein. Okay, hier hoch. Und... Geh mal aus dem Weg, bitte. Huch. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollten Sie kaiserlicher Schutzherr sagen? Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fahrlässigerweise genommen wurde.
Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaiserstreuen, die sich sehr gerne mit ihnen treffen würde, nehmen sie die Waffen für sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen sie sich mit unserem Mann Samuel an der Nähe der Abflussrohre, die in den Warenhafen führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Nett. Schlüssel zur Dunwall-Kanalisation haben wir auch gekriegt. Nett, wir haben eine Bolzenwaffe. Okay, und damit können wir Armbrustbolzen. Armbrustbolzen, das sind... Ah, das sind Betäubungsbolzen, okay. Brandbolzen, Armbrustbolzen. Okay, wir bleiben, glaube ich, erstmal bei den normalen. Okay. Jelly, für den Fall, dass du dumm bist und dich zu... Für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei dem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Noch mehr Brandbolzen, sehr schön. So. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Psst. Huhu, der ist, ich würde sagen, tot. So, wir schleichen hier mal lang. So. Bam. Was? Hier ist keiner am Boden. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Jetzt hab ich dich. Hilfe! Dreckskerl! So. Das war ja auch... Oh, da rollt noch ein Kopf. Gut, das war ja relativ einfach, ne? Ich glaube, ich werde viele Bolzen brauchen in diesem Spiel. Oder im Laufe des Spiels. Ein bisschen Leben, wunderbar. So, 5 Stück haben wir noch. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Tonerben. So. Ist der Staatsgewalt vorübergehend. Corvo, hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Äh,
enttarnt. Okay, Missionsdetails. Gegner eliminiert, Zielisten eliminiert. Okay, wir haben 12 Gegner eliminiert. Leichen bewusstlose Person entdeckt. 5. Allgemeine Chaosfaktor hoch. Ja, gut. Keine Sonderaktion erreicht. Okay, gefunden. 0, 0, 0, 0. Okay, das ist alles 0. Münzen gefunden. 641 von 1010. Okay, das ist nicht ganz alles, aber... Okay, wir müssen auf sowas also achten. Ja, ich habe das alles noch nicht mehr ganz so im... nicht mehr ganz so im Gedächtnis, was, wie jetzt alles war. Da muss ich alles nochmal in... Alles nochmal wieder in Erinnerung rufen. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay. Houndpits Pub. Missionsaktualisierung drücken, J um zu lesen. Ja, nö. Ich weiß schon, dass ich da hingehen soll. Okay. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn... Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Ja. Mache ich sofort. Ich sammle hier nur ganz kurz einmal alles ein, was... nicht nied- und nagelfest ist, ne? Das darf man doch wohl, ne? Das ist ja nicht verboten. Huch. Ach, das war der Controller, okay. Ich wollte gerade sagen. Okay, Piero. Hi, Piero. Ach, du bist das. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Hm, okay, sind überall Bücher. Die werde ich jetzt aber nicht alle vorlesen. Die kann man gerne, wenn man das gerne lesen möchte, auf Pause drücken und sie lesen. Ich werde sie nicht lesen. So. Aber das hier, Walölfüllstation. Skolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in die Nähe der Öltank-Auffüllstation gebracht wird, sollte eine magische... Mit dem Vorrichtung den Tank greifen und in der richtigen Position festmachen. Mit dem Hebel startet man dann den Auffüllvorgang.
Wenn das Aufhellen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden. Und er ist einsatzbereit gefüllt. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Gravis Öl Company zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht. Okay. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Der hier ist leer. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Wie konnte das geschehen? Ich könnte einen Tank für einen Test bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Okay. Ach, da ist nichts drin. Ich wollte schon wieder ein bisschen plündern. Aber da ist leider nichts. Ach, Mann. Perfekt. Nun rein damit. Perfekt. Vielen Dank, Corvo. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. So, da wollen wir mal gucken. Okay, wir können Kabelwerkzeug. Kabelwerkzeug erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Wird beim Einsatz verbraucht. Okay, eine Granate ist klar, was sie macht. Springmine ist, glaube ich, auch klar, was sie macht. Kugeln und Bolzen. Weißt du was, guck mal hier, die können wir einmal kurz auffüllen. Und die können wir eigentlich auch mal kurz auffüllen. So. Und die können wir auch auffüllen. So, da haben wir zumindest da einmal alles. Okay, das kostet 300 Münzen. Das können wir gerade nicht kaufen. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Gute Träume. Okay, ich möchte einmal ganz kurz... Achso, jetzt geht er schon zu Bett. Ich dachte, ich kann... Da muss er selber hinlaufen. Na gut. Na gut. So. Was zum... Wo bin ich? Ich hab's... Ich weiß es nicht mehr. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Kraftteleportation. Okay, das ist nicht so das Komplizierte. Du kannst sie nicht retten. Okay, du kannst sie nicht retten. Fertig. Elixier für Mana. Okay. Oh, das war ein bisschen knapp.
Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihm nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht, also komm so schnell du kannst und hol mich. Okay. Noch mehr Elixier. Nein. Das war zu knapp. Okay, der hat hier irgendwie sein kleines Schachbrett aufgebaut. Ja, die werden wir auch noch treffen im Laufe des Spiels. So. So. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt. Und an den Schrein mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Okay, ich wollte noch kurz hier in die Kiste reingucken. Achso, das Herz. Wenn das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochen, Artefakte und Runen aufspüren. Sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochen, Artefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du rechte Maustaste drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge und der Anfang. Okay. Das Ende und der Anfang aller Dinge. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Ah, sehr schön, das habe ich auch mitgenommen. Und hier irgendwo. So. Mist. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffnet das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln und damit übernatürliche Kräfte. Zu erwerben. Okay. Kräfte. Ausspüren. Nachsicht. Stufe 1. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbstverursachende Geräusche sichtbar. Ach, weißt du was? Ja. Das lernen wir jetzt einfach mal. Sehr schön, wir haben keine Runen. Na gut. Okay, Inventar. 2-1 Münzen. Briefe. Okay. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde.
Okay, wir sind dann also jetzt zurück im Hauntpitz Pub. Benutzt das Herz, um eine Rune in der Nähe des Hauntpitz Pub zu finden. Solchen Verdacht, egal wie schwerwiegend, muss gemeldet werden. Okay. Da ist sie. So, Spiele auf der Karte. Eine Rune haben wir. Wunderbar. Benutzt das Herz. Okay, um die Rune zu finden, haben wir gemacht. Wir gehen mal wieder auf die Armbrust, würde ich sagen. So. Und schwimmen einmal kurz zurück. Aber dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Bis dahin, tschüss.